Meidling ist der 12. Wiener Gemeindebezirk. Mit 1. Jänner 1892 werden die Vorortgemeinden Ober- und Untermeidling, Gaudensdorf, Hetzendorf und Altmannsdorf im Zuge der zweiten Stadterweiterung zum Bezirk Meidling zusammengefasst. 1114 wird Hetzendorf, 1136 Altmannsdorf erstmals urkundlich erwähnt. Der erste schriftliche Nachweis von Meidling datiert aus dem Jahre 1140 unter Murlingen. . 1732 wird auf Veranlassung Kaiser Karl dem VI. Die Bewilligung zum Bau einer Kirche erteilt. . 1789 lässt Kaiser Joseph II. Das Schloss Hetzendorf wesentlich erweitern. Um 1800 siedeln sich einige Adelsfamilien in der Umgebung von Schönbrunn in Hetzendorf und Meidling an. . 1806 wird Meidling in Ober- und Untermeidling getrennt. 1819 trennt sich Gaudensdorf als eigenständige Ortsgemeinde von Untermeidling ab. In Meidling reicht die südlich der Stadt gelegene Thermenlinie bis weit in das Wiener Stadtgebiet hinein. Im Vormärz entwickelt sich Meidling und Hetzendorf zu beliebten Kurorten mit Schwefelbad. Die bereits in römischer Zeit genutzten Schwefelquellen finden im 19. Jahrhundert im Pfannschen Mineralbad und im Theresienbad ihre Fortsetzung. Das begünstigt den Bau einer Vergnügungsstätte am Tivoli. Durch den Bau der Südbahn erlebt die Zone einen Aufschwung. Während der Revolution 1848 kommt es zu Kämpfen in Gaudensdorf. Das Infanterieregiment Latour unter Graf Coloredo Mansfeld richtet beim Hunsdormer Friedhof ein Blutbad unter den Nationalgardisten an. Über die Revolution 1848 erzähle ich ausführlich in dem Video das Revolutionsjahr 1848 in Wien. Der Anschluss von Meidling an die erste Wiener Hochquellenleitung erfolgt 1876 über einen Auslaufbrunnen. Der offizielle Baubeginn der Wasserleitung ist der 21. April 1870, als Kaiser Franz Josef I. auf dem Gelände des Wasserbehälters Rosenhügel geruhte, den ersten Spatenstrich vorzunehmen. Die Eröffnung der Hochquellenleitung erfolgt am 24. Oktober 1873 am Schwarzenbergplatz. Die Geschichte der Wasserversorgung Wiens von den Anfängen bis 1873 ist in dem Video Wiener Wasser von den Anfängen bis 1870 zusammengefasst. Die Pferdebahn vom Meidlinger Bahnhof bis zur Nussdorfer Linie und die Dampftramwei Gaudensdorf-Wiener Neudorf, die Vorläuferin der Badener Bahn, werden 1884, 1885 in Betrieb genommen. Im Roten Wien in den Jahren 1919 bis 1934 entstehen überall im Bezirk Meidling bzw. am Rande des Bezirks zum Teil ausgedehnte kommunale Wohnbau- und Siedlungsanlagen. Teile des Gürtels, insbesondere des Markgrätengürtels, werden in diesem Zusammenhang als Ringstraße des Proletariats bezeichnet. Die Monumentalbauten spiegeln die neuen Machtverhältnisse in Wien wider, zum Beispiel der Leopoldine Glöckelhof der Heidenhof der Franz-Domes-Hof der Reumannhof
der Metzleinstaler Hof. Der Herwighof, und so weiter. Kurze Erklärung zum sogenannten Roten Wien. Als Rotes Wien wird Wien in der Zeit von 1919 bis 1934 bezeichnet. Haben in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg die Christlich-Sozialen unter Dr. Karl Lueger die Straßenbahn, die Energieversorgung Wiens, die Gas- und Elektrizitätsversorgung im Sinne der arbeitenden Bevölkerung entprivatisiert und kommunalisiert, erreicht die Sozialdemokratie bei den Wahlen von 1919 bis 1934 wiederholt zu Landtag und Gemeinderat die absolute Mehrheit. Die sozialdemokratische Kommunalpolitik dieser Jahre ist geprägt von umfassenden sozialen Wohnbauprojekten und von einer Finanzpolitik, die neben dem Wohnbau auch umfangreiche Reformen in der Sozial-, Gesundheits- und Bildungspolitik unterstützt. Der Name Meidling ist in der Form Murlingen um 1140 in einer Bulle von Papst Eugen III. Und als Meverlingen 1258 urkundlich nachweisbar. Ab 1443 bis 1848 ist die Herrschaft Meidling im Besitz des Stiftes Klosterneuburg. Der Altkern des Ortes liegt am Anfang der Meidlinger Hauptstraße zwischen Lobkowitzbrücke und Tivoligasse. Hat die Ortschaft im 16. Jahrhundert schon beträchtliche Ausdehnung, leidet sie unter den Türkeneinfällen 1529 und 1683 und ebenso durch immer wiederkehrende Überschwemmung des Wienflusses. Von 1447 bis 1539 ist der Niederhof am Bache, der Himmelpförtnerhof, im Besitz des Himmelpfortklosters in Wien. Anstelle des 1683 zerstörten Niederhofs lässt Josef I. am Rande des waldreichen Gatterhölzl einen Jagdsitz errichten, der später Maria-Theresen-Schlüssel. 1773 wird das Gebäude zum Badehaus einer schwefelhaltigen Quelle umgebaut, dem heutigen Theresienbad. . 1806 wird der Vorort Meidling in Ober- und Untermeidling getrennt. Das historische Zentrum Meidlings, gelegen an der Meidlinger Hauptstraße zwischen Lobkowitzbrücke und Tivoligasse, verbleibt bei Untermeidling. Gaudensdorf wird 1819 als eigene Gemeinde aus Untermeidling herausgelöst. 1846 folgt Wilhelmsdorf, dass sie doch 1850 aufgrund mangelnder Finanzkraft wieder unter Meidling angeschlossen wird. Wilhelmsdorf befand sich etwa in dem Gebiet der heutigen Straßenzüge Wilhelmstraße, Asmeiergasse, Dörfelstraße und Eichenstraße. Der Wilhelmsdorfer Park wie die Wilhelmsdorfer Kapelle, sie wird 1847 in ein Wohnhaus in der heutigen Rauchgasse 5 integriert, erinnern noch an den Vorort Wilhelmsdorf. Als 1819 Josef Pfann, der Besitzer eines Hauses in der heutigen Mandelgasse 4, Niederhofstraße 14, seinen Brunnen vertiefen lässt, verliert sich das Wasser und man stößt bei 120 Fuß auf einen Felsen.
Dieser wird durchbohrt, worauf schwefelhaltiges Wasser hervorbricht. 1820 errichtet Josef Pfann eine private Badeanstalt, das Pfannsche Mineralbad mit großem Kurhaus und Schwimmbassin. Das Schwimmbad wird bereits 1896 geschlossen, die Medizinalbäder werden weitergeführt. 1976 wird das Bad endgültig geschlossen. Heute befindet sich an dieser Stelle der Hermann-Leopoldi-Park. Von 1888 bis 1953 befindet sich im Bereich von Spittel-Breitengasse, Ruckergasse, Hohenbergstraße und Eichholzgasse das Schlachthaus Meidling. Bis 1892 wird Untermeidling zu Wien eingemeindet. Im Süden des Bezirks erinnert die 1905 so benannte Untermeidlinger Straße an den Ort. Die ab 1806 bestehende neue Gemeinde Obermeidling besteht aus einer Häuserzeile am Anger an der Wien und aus Villen am Grünen Berg. Das Gebiet wird vom Wienfluss, der Grünbergstraße, der Hohenbergstraße, der Schwenkgasse, der Tivoligasse und der Roten Mühlgasse begrenzt. 1830 wird im Süden von Obermeidling im heutigen Bereich Hohenbergstraße, der Tivoligasse und Grünbergstraße das Vergnügungsetablissement Tivoli eröffnet, dessen Betrieb 1967 eingestellt wird. Bis 1886 eröffnet Johann Weigel ein Vergnügungsetablissement im Dreher Park im Bereich der heutigen Schönbrunner Straße und Grunbergstraße. 1894 wird die Katharinenhalle mit einem Fassungsvermögen für bis zu 4000 Personen errichtet. Das Vergnügungsetablissement besteht bis 1924. Gaudenzdorf liegt am Wienfluss im Nordosten des Gemeindebezirks Meidling. 1819 wird das Gebiet von Gaudenzdorf von der Gemeinde Untermeidling als selbstständige Gemeinde abgetrennt. Der Name wird zu Ehren des Grundherrn des Klosterneuburger Propstes Gaudentius Andreas Dunkler gewählt. Gaudenzdorf liegt ursprünglich zwischen der Anstraße im Süden und der Tiefenbachgasse im Norden beidseits des Wienflusses. Über den Wienfluss werden 1819 der bis heute bestehende Storchensteg und 1831 der seit 1969 nicht mehr bestehende Kobinger Steg errichtet. Die heutige Grenze von Gaudenzdorf entspricht in etwa der Grenze der Kastralgemeinde Gaudenzdorf. Gaudenzdorfer Gürtel, Anstraße, Grieshofgasse und rechte Wienzeile. Die Industrialisierung setzt 1855 mit der Gründung des Gaudenzdorfer Gaswerks ein. Auf die Geschichte der Gasversorgung Wiens gehe ich in dem Video die Wiener Gasversorgung von 1828 bis 1970 ausführlich ein. Ende 18. bis 19. Jahrhundert. Zwischen 1798 bis 18... Seit 1883 fährt eine Pferdestraßenbahn von der Hundstormer Linie zum Schloss Schönbrunn. Eine zweite quert seit 1855 vom Meidlinger Bahnhof kommend Gaudenzdorf. Seit 1884 fährt eine Dampftramwei von Gaudenzdorf bis ins südlich von Wien gelegene Wiener Neudorf. Altmannsdorf wird erstmals 1136 urkundlich erwähnt und ist wahrscheinlich nach dem Bischof Altmann von Passau benannt. Der älteste Ortskern ist der Dreiecksanger des Gleselplatzes. Am Gleselplatz steht die Altmannsdorfer Pfarrkirche und das Altmannsdorfer Schloss. Das Altmannsdorfer Schloss hat eine bewegte Geschichte. Ursprünglich befindet sich hier ein Gutshof, der 1444 in den Besitz des Ordens der Augustiner kommt. Während der ersten Türkenbelagerung 1529
und der zweiten Türkenbelagerung 1683 werden Altmannsdorf und der Gutshof zerstört. 1809 richten die Truppen Napoleons im Augustinerhof ein Feldspital ein. 1818-1819 kommt die Herrschaft an Johann Baptist Hoffmann, der den Hof zu einem biedermeierlichen Landhaus umbauen lässt, das nunmehr Altmannsdorfer Schloss heißt. (1890-1892) kommt Altmannsdorf zum größten Teil zum 12. Bezirk Meidling. Ein kleiner Rest der Fläche, rund 17% und 1% der Bevölkerung, wird Inzersdorf zugeschlagen. Der Kleine, wegen seiner Weingärten und Steinbrüche, schon 1114 urkundlich erwähnte Wiener Vorort Hetzendorf, war ursprünglich im Besitz des Stiftes Klosterneuburg. Der Ort gehört 1456 bis 1744, der Zeit der Türkenkriege, dem Deutschen Orden. Das Schloss Hetzendorf ist ein Barockschloss mit bewegter Vergangenheit. 1675 kauft Fürstin Maria Piccolomini vom Augustinerkloster einen Hof in Hetzendorf. Sie verkauft 1690 an Franz Sigismund Graf von Thun und Hohenstein, der drei weitere Höfe dazu kauft und ab 1694 von Johann Bernhard Fischer von Erlach ein eingeschossiges Jagdschlösschen, den Thunhof, erbauen lässt. 1709 erbt die Nichte des Schlossherrn, Gräfin Eleonore von Thun-Hohenstein, den Thunhof. Nach 1712 lässt sie das Jagdschloss gemeinsam mit ihrem Ehemann Anton Florian Fürst von zu Liechtenstein von Johann Lukas von Hildebrand innen ausbauen und einen Park im französischen Stil anlegen. Das Gebäude wird schließlich nach den Plänen von Anton Ospel und Antonio Betuzzi zu einem barocken Gartenschloss mit Ehrenhofanlage ausgebaut. Die Arbeiten sind 1719 weitgehend abgeschlossen. 1742 wird das Schloss von der KK Hofkammer für Maria Theresia als alter Sitz der Kaiserinwitwe Elisabeth Christine angekauft. Maria Theresia beauftragt 1743 ihren Hofarchitekten Nikolaus Pakassi, das Gebäude zu erweitern. Nach dem Tod der Kaiserwitwe im Jahre 1750 bewohnen unter anderem die Erzherzogin Christine und deren Gemahl Herzog Albert von Sachsen-Teschen das Schloss. Kaiser Joseph II. Bewohnt das Schloss zeitweise 1789-1790. 1801 sterben Maximilian von Österreich und 1814 Maria Carolina von Österreich im Schloss, das dem kaiserlichen Familienvogt gehört. Als die Habsburger das Schloss benutzen, wird die gerade Schönbrunner Allee als Fortsetzung der Hauptachse des Schlosses bis zum Seitentor des Schönbrunner Schlossparks bei der kleinen Gloriette errichtet. Die historischen Villen parallel neben der heutigen Kaulbachstraße zwischen dem Hetzendorfer Schlosspark und der Südbahn liegen im Bereich des 1885 geplanten Valerie Cottage. Nach 1848 bis 1890 ist Hetzendorf eine eigenständige Gemeinde, die 1892 im Zuge der zweiten Wiener Stadterweiterung eingemeindet und dem 12. Wiener Gemeindebezirk zugeschlagen wird.